Ich rufe auf den Einzelplan 08. Und der erste Redner ist der Kollege Gerhard Merz. Gerhard, bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem Frau Kollegin Wissler schon die dritte Feuerbach-These zitiert hat, das wollte ich auch tun, bleibt mir jetzt noch der Anfang des 18. Primär zu zitieren. Der lautet sinngemäß, alle großen weltgeschichtlichen Ereignisse und Personen ereignen sich zweimal, sagt Hegel. Er hat vergessen hinzuzufügen, einmal als Tragödie und einmal als Farce. So viel also zur Frage der Marx-Lektüre. Oh. Und jetzt zwei Vorbemerkungen eher ernsthafter Art. Meine Damen und Herren, dieser Doppelhaushalt ist der erste seit einigen Jahren, der nicht mehr unter den Vorzeichen der humanitären Krise, unter den Vorzeichen der Folgen der humanitären Krise steht, auch wenn die humanitäre Krise in vielen Ländern der Welt nach wie vor anhält. Wir kehren haushaltsmäßig sozusagen langsam zur Normalität zurück. Das bedeutet natürlich auch eine erhebliche Entlastung des öffentlichen Haushalts und insbesondere des Einzelplans 08, nämlich im Verhältnis zwischen 2016 und 2019 summieren sich diese Einsparungen bzw. diese Minderausgaben auf insgesamt 1 Milliarde €. Ich will daran erinnern, dass diese Normalität auch erkauft ist mit der Abriegelung Europas und auch der Bundesrepublik gegen das Flüchtlingselend weltweit. Punkt 2. Ich möchte darauf aufmerksam machen, ohne dass ich daraus einen Vorhalt mache. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass im Landessozialbericht auf Seite 146 und 148 ein Rückgang der ehrenamtlichen Tätigkeit in Vereinen, Verbänden und sozialen Diensten einerseits sowie in Parteien, in der Kommunalpolitik und in Bürgerinitiativen andererseits konstatiert wird und dass dieser Rückgang in Hessen deutlich dass Hessen hier jeweils deutlich unter dem Bundes- und auch dem westdeutschen Durchschnitt liegt und dass der Rückgang gegen den Bundes- und den westdeutschen Trend ist. Das ist angesichts der Tatsache, dass wir hier im Zusammenhang mit dem Einzelplan 08 über ein Tätigkeitsfeld reden, ein Feld menschlicher Tätigkeit, das weit von ehrenamtlicher Tätigkeit geprägt ist, für die ich an dieser Stelle auch ausdrücklich Dank sagen will. Angesichts dieser Tatsache eine ziemlich besorgniserregende Entwicklung, der bei der Auswertung und weiteren Diskussion des Landessozialberichts besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Dies vorausgeschickt jetzt zum Haushalt. Es ist jetzt hier viel schon geredet worden davon, dass die Koalition einen Plan hat. Ich kann nur sagen, Sie haben vielleicht einen Haushaltsplan, aber einen Plan, meine Damen und Herren, in dem Sinne haben Sie nicht. Und das wird auch am Einzelplan 08 deutlich. Ich will das an einer Reihe von Feldern, die in diesem Einzelplan eine Rolle spielen, deutlich machen. Und ich will auch deutlich machen, was unsere Alternativen und unsere Haushaltsanträge dazu sind, die Sie im Grunde kennen. Die doch, natürlich kennen Sie unsere Haushaltsvorschläge, sind öffentlich vorgestellt worden. Und die, ja, selbstverständlich sind sie öffentlich vorgestellt worden. Sie hätten sie zur Kenntnis nehmen können. Sie hätten sie zur Kenntnis nehmen können, Herr Minister, wenn Sie denn überhaupt irgendeine Realität außer Ihrer eigenen zur Kenntnis nehmen würden. Den Vorwurf gebe ich gerne zurück. Gerne zurück. Und da ist er besser aufgehoben als bei uns. Und die konkreten Haushaltsanträge werden folgen. Frühkindliche Bildung. Meine Damen und Herren, Sie werden nicht müde. Wir haben ja heute auch schon viel von historisch und Rekord und Weltniveau. Man könnte sagen, weltweit und darüber hinaus sind wir wie in allen Feldern so. Ja, naja, hat hier schon einmal einer gesagt. Wir sind die Größten und die Schönsten. 500 Millionen € hat der Kollege Bellino uns in einer Presseerklärung mitgeteilt, der jetzt offensichtlich auch das Amt des familienpolitischen Sprechers übernommen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gibt das Land für die frühkindliche Bildung aus, und das sei so viel wie nie zuvor? Ja, selbstverständlich ist das so viel wie nie zuvor. Die Kosten sind ja auch so hoch wie nie zuvor. Und deswegen, auch das habe ich schon oft genug hier gesagt, ist der ewige Vergleich mit den Zuständen 1999 nicht nur irreführend, sondern er ist schlicht und ergreifend in sagen wir mal, nicht wahrheitsliebender Absicht hier gemacht.
weil natürlich die Gesamtkosten, Herr Boddenberg, jetzt gucken Sie mich nicht so treuherzig an, die Gesamtkosten für die Veranstaltung frühkindliche Bildung in 1999 ganz deutlich anders waren, als sie heute sind. Die Wahrheit, Herr Boddenberg, ist und bleibt, dass der Anteil des Landes an der frühkindlichen Bildung bei unter 20% bundeshessenweit liegt und dass das so nicht bleiben kann. Das ist der Punkt, denn die Kosten in der frühkindlichen Bildung werden weiter steigen. Und bedauerlicherweise tun Sie auch mit dem, was Sie jetzt unter dem Druck der Vorschläge, insbesondere der SPD, aber auch anderer Fraktionen hier im Haus, in einer Panikreaktion im August nachgeschoben haben und jetzt in einem dahingeschluderten Gesetzentwurf, über den morgen zu reden sein wird, präsentiert haben, wird diese Situation haushaltsmäßig nicht besser, weil Sie zwar zu Recht Abschied nehmen von dem bisher vertretenen Dogma, dass Gebührenermäßigungen des Teufels sind und dass Sie jetzt selber einen Vorschlag vorgelegt haben, dass Sie aber sich nicht dazu verstehen können, die Kosten oder die Mindereinnahmen, die bei den Kommunen, den freien Trägern dadurch entstehen, auch vollständig zu tragen, wie es die Konnexität eigentlich erfordern würde, sondern dass Sie die Hälfte des Geldes, das Sie hierfür zusätzlich veranschlagen, durch Zweckbindung im kommunalen Finanzausgleich binden. Ich werde morgen noch mehr zu diesem Entwurf sagen. Ich will hier nur noch sagen, wissen Sie, Sie haben uns die ganze Zeit rauf und runter gepredigt, sowohl die Kollegin Wiesmann als auch der Minister als auch die Kollegen von den GRÜNEN. Qualität geht vor Gebührenentlastung. Und jetzt haben wir eine Situation, dass Sie 130 Millionen € zusätzlich für das Jahr 2018 und 310 Millionen € zusätzlich für das Jahr 2019 für Gebührenentlastung zur Verfügung stellen, aber nur 50 Millionen € für beide Jahre 2018/19 für Qualitätsverbesserung. Das nenne ich jetzt keinen Schwerpunkt. Was wollen wir? Über unseren Gesetzentwurf und sein Gesamtpaket rede ich nachher. Wir werden beantragen für den Haushalt 2018 85 Millionen € und für den Haushalt 2019 zusätzliche 225 Millionen € für den Bereich der Kindertagesstätten. Und damit ist finanziert die vollständige Gebührenbefreiung unabhängig vom Alter des Kindes und der Betreuungszeit. Und damit ist finanziert die Einführung der ersten Stufe unserer Qualitätsverbesserungen, nämlich für die mittelbaren pädagogischen Zeiten, und dieses ohne Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich. Alles das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist bekannt, und alles das ist auch in unseren Haushaltsvorschlägen wie auch alle anderen Vorschläge, die ich jetzt noch vortragen werde, gegenfinanziert, weil Sie immer fragen, wo das Geld herkommt. Ihr Geld kommt aus dem Haushalt und unseres auch. So viel dazu. Meine Damen und Herren, zum Thema Pflege. Und da will ich sagen, was für viele Bereiche auch gilt. Es gibt eine ganze Menge Maßnahmen im Haushalt des Sozialministers, die im Grunde richtig sind, die nicht zu beanstanden sind, die in die richtige Richtung gehen. Und der Minister und alle anderen, die mir zuhören, wissen, und den Kolleginnen und Kollegen zuhören, wissen, dass wir das auch sagen, dann, wenn es angezeigt ist. Aber das, was hier im Bereich der Pflege geschieht, reicht nicht aus, um sich der großen Herausforderung der Fachkräftesicherung und der Fachkräftequalifizierung zu stellen. Ich will Ihnen sagen, wie, also zusammengefasst für mich, die Aussage in der kursorischen Lesung, eine möglicherweise größere Nachfrage nach Altenpflegefachkräften ist in diesem Haushalt nicht abgebildet. Eine möglicherweise größere Nachfrage. Jeder weiß, meine Damen und Herren, dass die Nachfrage nach Pflegekräften, nach Fachkräften in der Pflege steigen wird und steigen muss, dass der Anteil gut qualifizierten, gut bezahlten Personals mit guten Arbeitsbedingungen steigen muss. Und in einer solchen Situation einen solchen Satz zu sagen, dafür fehlt mir ehrlich gesagt jedes Verständnis.
Ich könnte jetzt noch viele Hinweise geben, das haben wir hier auch schon diskutiert, über die Notwendigkeiten, die aus dem Bereich der Generalistik, aus der Umstellung auf die Generalistik resultieren, die aus den notwendigen Pflegestandards resultieren würden, wenn wir sie denn bekämen, und vieles andere mehr. Heißt unterm Strich, dass die Anstrengungen in diesem Bereich, insbesondere der Ausbildung von alten Pflegekräften, dramatisch erhöht werden müssen. Deswegen schlagen wir vor, die Mittel hier um insgesamt 3,4 Millionen € verteilt auf die Jahre 2018 und 2019 und zwei VEs für die darauf folgenden Jahre zu verteilen. 3,4 Millionen € verteilt auf vier Jahre. Ein erhöhtes Angebot an Ausbildungsplätzen und eine Verbesserung beim Schulgeld. Beides ist dringend erforderlich, Herr Minister. Drittens. Das gilt im Grunde auch für die Frage der gesundheitlichen Versorgung. Sie machen Anstrengungen im Bereich der Förderung der Versorgung oder der Beseitigung des Landarztmangels, indem Sie Stipendien für Landärzte ausschreiben. Das ist in Ordnung, das kann man machen, aber es wird alleine, das ist genau der Punkt, nicht hinreichen, weil wir wissen, dass das Modell, das alte Modell des Landarztes, das im Grunde mit diesem Stipendium das dem im Hintergrund steht, dass das nicht funktionieren wird, insbesondere dann, wenn wir über junge Frauen, über Frauen reden, über Ärztinnen reden, die mit Familie diesem Beruf, diesem an sich sehr schönen Beruf nachgehen wollen und die neben ihrer Arbeit eben nicht rund um die Uhr wie der alte Landarzt zur Verfügung stehen können und dies auch nicht wollen und dies auch nicht sollen. Deswegen ist eine alleine auf die private Praxisversorgung gestützte Sicherstellung der Gesundheit der Gesundheitsfürsorge im ländlichen Raum so nicht zu erreichen, sondern wir brauchen andere Lösungsansätze wie medizinische Versorgungszentren. Ich will das Augenmerk noch regen auf die Frage des Hebammenmangels. Das haben wir hier auch diskutiert. Wir wissen, dass die Schwierigkeiten im Wesentlichen im Bundesrechtlichen liegen. Aber das ist alles unbefriedigend. Deswegen schlagen wir vor, deswegen werden wir beantragen, hier Geld einzustellen, mit dem das Land die Haftpflichtversicherung für Hebammen übernehmen kann. Da müsste ein vernünftiger Weg gefunden werden. Aber wir wollen das einmal als Merkposten an dieser Stelle ausbringen, damit hier einmal ein Stein ins Wasser geworfen wird und ein Schritt nach vorne auch praktisch in praktischer Absicht gemacht werden kann. Stichwort Sozialbudget. Seit Jahr und Tag, meine Damen und Herren, preist sich die Koalition damit, dass sie mit dem Sozialbudget Haushaltsmittel vor sich selber in Sicherheit bringt. Weil das ist ja der Punkt. Das Sozialbudget besteht ausschließlich aus Mitteln, von denen Sie sagen, die sind vor Kürzungen besonders geschützt. Das ist bei einer CDU-geführten Landesregierung auch in der Regel nötig. Aber ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass damit überhaupt keine gesetzliche Verbindlichkeit einhergeht. Es ist nur ein etwas vergrößertes politisches Versprechen. Das nehme ich zur Kenntnis. Aber ich nehme auch zur Kenntnis und weise darauf hin, dass wenn Sie sagen, es ist jetzt 20 oder 10 oder 15 Millionen € mehr im Sozialbudget drin, das in aller Regel nicht heißt und so auch dieses Mal nicht heißt, dass jetzt mehr Geld real zur Verfügung steht, sondern Sie haben nur mehr Geld in Ihr Sozialbudget reingeschrieben, das ansonsten woanders außerhalb des Sozialbudgets steht. Und das ist zum Beispiel mit den Ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Programmen der Fall. Das will ich jetzt hier einmal vorziehen. Das hatte ich mir eigentlich für später vorgenommen. Das Beispiel Sozialwirtschaft integriert. Ein schönes Programm, ohne Frage. Ja, aber die Nachricht, dass das 10 Millionen € sind, Frau Kollegin, ist jetzt auch nicht ganz richtig, denn diese 10 Millionen € sind gestreckt über 6 Jahre. Und sie werden verteilt auf 26 Gebietskörperschaften. Dann rechnen Sie sich einmal aus, was übers Jahr bei einer Gebietskörperschaft ankommt, um ein im Grunde, ich wiederhole es, im Grunde sehr gutes Programm auszufinanzieren. Und das Zweite ist, dass diese 10 Millionen € ohne für mich erkennbare Erhöhung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudgets stattgefunden hat. Das heißt, Sie nehmen es aus der bisher vorhandenen Masse. Das heißt, das Geld muss woanders. Wenn es falsch ist, Herr Minister, dann korrigieren Sie es. Dann korrigieren Sie es.
Wir haben danach gefragt und haben keine andere Auskunft in der kursorischen Lesung bekommen als diese jetzt. Wir werden, meine Damen und Herren, ich muss zum Schluss kommen. Redezeit ist schon überzogen. Ist schon. Ja. Das hat mir mal einer sagen müssen. Ja, gut. Wir werden in einem neuen Förderprogramm Soziale Sicherheit und Zusammenhalt für die Jahre 2018 und 2019 weitere 45 Millionen, 15 für 2018 und 30 für 2019 beantragen. Wir werden diese in eine neue Struktur bringen. Ein paar Hinweise habe ich schon gegeben, z.B. die Frage des Hebammenprogramms, die Frage der Aufstockung der Mittel für das Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramm, insbesondere aber die Aufstockung der Mittel für die Frauenhäuser, für die Beratungs- und Interventionsstellen, für die Schuldnerberatungsstellen und für die Migrationsberatung. Ich konnte jetzt leider nichts mehr sagen zum Thema Integration und Sozialberichterstattung. Ich will vielleicht zwei Sätze. Bei der Integrationspolitik ist es so, dass wir im Grunde 5 Jahre verloren haben. Wir hätten nach der letzten Legislaturperiode mit dem vorliegenden Bericht der Enquetekommission zu einer geplanten, koordinierten Integrationspolitik kommen können. Stattdessen haben Sie darauf bestanden, noch einmal die Schleife durch eine Integrationskonferenz zu ziehen, mit der Absicht, einen Integrationsplan vorzulegen, von dem wir hören, er werde jetzt Anfang nächsten Jahres vorgelegt. Da wird ja noch eine Menge Zeit bleiben, alles das, was da drin steht, abzuarbeiten. Und Ähnliches gilt leider Gottes für den Sozialbericht, der auch viel zu spät vorgelegt worden ist und diesem Landtag jedenfalls keine Chance mehr lässt, irgendwie geordnet mit dem drängenden Phänomen der Kinderarmut umzugehen. Das ist bedauerlich. So viel zu diesem Haushalt. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bartels für die CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine bedarfsorientierte Sozialpolitik hält unsere Gesellschaft zusammen. Die junge und die ältere Generation, alteingesessene und neu hinzugezogene Hessen mit Migrationshintergrund, wohlhabende und unterstützungsbedürftige Menschen. Sie ist Grundlage für ein Gefühl der Sicherheit und Vertrauen in Werte und Institutionen unseres Staates. Mit der Behandlung dieses Doppelhaushaltes können die Regierungsfraktionen feststellen, dass alle Vorhaben des Koalitionsvertrages der Sozialpolitik in den Haushalten abgebildet worden sind. Gleichzeitig wurde das Ziel, keine neuen Schulden aufzunehmen, vorzeitig erreicht. Darüber hinaus wurde die Herausforderung, sehr viele Flüchtlinge in 2015/16 aufzunehmen, auch haushaltsmäßig bewältigt. Diese Aufgabe war bei Abschluss des Koalitionsvertrages ja so gar nicht vorhersehbar. Die Erstaufnahme wurde im Ländervergleich vorbildlich organisiert. Durch vorausschauendes Management der Nutzung der Erstaufnahmeeinrichtungen wurden nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen die meisten Einrichtungen wieder aufgelöst oder in den Stand-by-Modus versetzt. So konnten diese Ausgaben auch sehr schnell wieder reduziert werden. Die Unterstützung der kommunalen Familie war bedarfsgerecht und mit ihr abgesprochen. Und der nachhaltige Integrationsplan unter Bewahrung des Zusammenhalts der Gesellschaft auf den Weg gebracht. Das ist eine Erfolgsbilanz dieser schwarz-grünen Regierung. Ich möchte jetzt auf 3 Schwerpunkte dieses Haushalts beispielhaft eingehen. Auch in diesem Haushalt wurde das von dieser Koalition eingeführte Sozialbudget wieder deutlich erhöht. Es wird um 43% auf 100 Millionen € in 2018 und 118 Millionen € in 2019 angehoben. Kommunen, Träger sozialer Dienste erhalten Planungssicherheit.
Ein paar Beispiele. Die Kommission Hessen hat Familiensinn, wird im Doppelhaushalt mit 1,5 Millionen € ausgestattet. Vertreter von Verbänden und zivilgesellschaftlichen Gruppen erarbeiten Handlungsempfehlungen zur praktischen Familienpolitik. Die Mittel für die Frühförderstellen werden um 1 Million € erhöht. Damit besteht das Angebot für betroffene Eltern und Erzieherinnen jetzt flächendeckend in allen Landkreisen. Es werden Beratungen angeboten, wenn eine Behinderung festgestellt oder auch nur vermutet wird. Der Begriff Behinderung wird hier weit gefasst, z.B. auch Autismus und Verhaltensstörungen. Das Sprachförderungsprogramm für Kindergärten wird um 500.000 € erhöht. Den zusätzlichen Bedarf wird damit Rechnung getragen. Beim Engagement für den ländlichen Raum bildet die ambulante medizinische Versorgung einen Schwerpunkt. Die Förderung von Projekten der Telemedizin kommt besonders dem ländlichen Raum zugute. Die Kommunikation zwischen Patient, Hausarzt, Fachärzten und medizinischem Fachpersonal wird effektiver. Die Förderung der Ansiedlung und Übernahme von Landarztpraxen wird fortgesetzt und erweitert, und das vorübergehend unterbrochene Engagement der Kassenärztlichen Vereinigung, wo noch etwas Gesprächsbedarf besteht, hindert nicht daran, hier dieses Projekt fortzusetzen. Dafür sorgt das Land. Die Tätigkeit der Gemeindeschwestern wird verstärkt gefördert. Medizinische Versorgungszentren werden auch gefördert, wenn Inhaber von Landarztpraxen keinen Nachfolger finden. Der Höhepunkt des Einzelplans 08 Sozialpolitik ist zweifelsohne die Finanzierung der Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuches ab dem vollendeten dritten Lebensjahr für 6 Stunden am Tag. Wir werden inhaltlich über unseren Gesetzentwurf und über den Gesetzentwurf der SPD heute und morgen sprechen. Deshalb an dieser Stelle nur die haushaltspolitischen Gesichtspunkte. Wir stellen für die Beitragsfreiheit für 6 Stunden im Doppelhaushalt 440 Millionen € ein. 130 Millionen € 2018, 310 Millionen € 2019. Zur Qualitätsverbesserung sind zusätzlich 50 Millionen € vorgesehen. Die Eltern sparen in den 3 Jahren des Kindergartenbesuches 5.000 €. Mehr als 90% der Eltern schicken ihre Kinder in diesem Alter in den Kindergarten. Das heißt, diese sozialpolitische Maßnahme kommt sehr vielen Menschen zugute, und 5.000 € ist für die meisten Menschen unseres Landes sehr viel Geld. Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Bereitstellung von Kindergartenplätzen eine kommunale Aufgabe ist. Wir unterstützen die Kommunen. Sie wird durch Verträge teilweise an frei gemeinnützige Träger delegiert. Nun, die vorgeschlagenen Maßnahmen der SPD kosten nach deren eigenen Berechnungen 720 Millionen € im Jahr. Ab 2022 kämen mindestens 1,3 Milliarden € hinzu, wenn nach deren Vorschlägen rund 2 Drittel der Betriebskosten, über 80% der Personalkosten, übernommen werden sollen. Bislang hat die SPD-Fraktion hierzu keinen Etatantrag eingebracht. Ich bin Ihnen, Herr Merz, sehr dankbar, dass Sie jetzt Zahlen genannt haben, 85 und 220 Millionen €. Nur, das war gerüchteweise schon verbreitet, nur wie Sie mit diesem Betrag mehr leisten können als mit den 440 Millionen €, die wir für unser Programm eingesetzt haben, das ist jetzt zunächst einmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Kollege Bartels, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Merz? Herr Kollege, wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Haushaltsanträge der SPD sich natürlich auf die Haushaltsanträge, auf den Haushaltsstand des Regierungsentwurfs beziehen? Ja, was denn sonst? Also,
Möglicherweise beziehen Sie das ja dann auf diese 720 Millionen € und versuchen, da die Differenz herzustellen. Was Sie aber völlig negieren, ist die Finanzierung Ihrer Systemumstellung, die im Minimum 1,3 Milliarden € kosten wird. Das haben Sie in Ihrem Stufenplan hinsichtlich der Finanzierung nicht ausreichend berücksichtigt, um das jetzt einmal freundlich auszudrücken. Es wird erklärt, die Einsparungen aus dem Länderfinanzausgleich von 550 Millionen € könnten dazu verwendet werden. Wenn man nun die finanziellen Auswirkungen der Vorschläge der SPD der letzten Zeit auf den verschiedenen Politikfeldern berechnet, kommen wir auf 3 Milliarden €. Sie bestreiten das. Sie bestreiten das. Vielleicht sind es ja auch nur 2 Milliarden €. Dann korrigieren, dann lassen wir uns gerne korrigieren. Aber es bleibt schließlich dabei, dass Sie diese Einsparung von 550 Millionen € mehrfach ausgeben wollen. Und das ist halt nicht möglich. Sie können vielleicht gegen die CDU-Grünen opponieren, aber nicht gegen grundlegende mathematische Regeln. Also gegen Adam Riese können Sie nicht hier opponieren. Das wird Ihnen nicht gelingen. Kollege Bartels, die angemeldete Redezeit ist abgelaufen. Ich bin gleich zu fertig. Danke schön für den Hinweis. Wir werden eine solide finanzierte Sozialpolitik. Wir halten unsere Versprechungen. Der Ministerpräsident versprach 2013, wenn es eine Lösung im Länderfinanzausgleich gibt, werden die Eltern von Kindergartengebühren für die durchschnittliche Besuchsdauer freigestellt. Wir schaffen jetzt dafür die haushaltspolitischen Voraussetzungen. Wir halten unsere Versprechungen und bauen keine Luftschlösser. Besten Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schade, Herr Minister Grüttner, dass Sie so lange gebraucht haben, um einen Sozialbericht vorzulegen. Sie hatten die ganze Legislatur Zeit, und jetzt kurz vor Toreschluss kommt er. Wenn wir Zeit gehabt hätten, ihn intensiver zu diskutieren, dann wäre vielleicht doch noch die eine oder andere Änderung im Sozialhaushalt vorgekommen. Allerdings glaube ich es nicht, wenn ich mir so angucke, was Sie da als Konsequenzen draufgezogen haben. Wir müssen über Armut von Familien sprechen. Wer Kinder hat, hat ein höheres Risiko, arm zu sein. Ganz besonders gilt dies natürlich für Alleinerziehende. Bei drei und mehr Kindern haben sie kaum mehr die Hälfte des Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens. Besonders Haushalte mit Kindern zwischen 14 und 18 Jahren sind arm. Und das ist kein statistischer Trick. Das weiß jeder, der mit solchen Kindern lebt oder gelebt hat. Man sieht das deutlich bei den Grundsicherungsleistungen, die für Jugendliche nie ausreichen. Wie wollen Sie mit 35 € für einen jungen Mann ein paar Schuhe kaufen? Und die sollen dann das ganze Jahr reichen. Kaufen Sie Stiefel oder Sandalen? Oder wie wollen Sie einen Heranwachsenden mit 140 € im Monat mit Essen und Getränken versorgen? Das funktioniert doch nicht. Kinder und Jugendliche kosten Geld, und das wirkt sich auf das nicht üppige Familieneinkommen aus. Finden wir dazu Maßnahmen im Haushalt? Fehlanzeige. Familien mit Migrationshintergrund sind eher arm. Warum wohl? Weil die Eltern oft genug schlecht bezahlte Jobs übernehmen oder arbeitslos sind. Arbeit schützt vor Armut nicht, auch wenn der Jobboom beschworen wird. Viele Menschen verbleiben trotzdem im SGB-II-Bezug, da das Familieneinkommen nicht zum Überleben reicht. Hier sind allerdings mehr Maßnahmen erforderlich, als wir einen Haushaltsantrag schreiben können. Wir fordern, es den Bundesländern Thüringen, Baden-Württemberg und NRW nachzumachen und die passiven Leistungen der Grundsicherung zu nutzen, um Arbeitsplätze im Gemeinwohlsektor zu schaffen. Und kommen Sie mir jetzt nicht, das geht nicht, weil die machen es ja. So könnte ein öffentlicher Beschäftigungssektor geschaffen werden, der die notwendigen Tätigkeiten, und die gibt es vor Ort en masse, mit existenzsicherndem Einkommen verbindet. Sinnvoll wäre es gewesen,
wenn Sie unseren Antrag auf einen Landesaktionsplan gegen Kinderarmut aufgegriffen hätten. Zentraler Bestandteil ist die Einführung einer Kindergrundsicherung. Wir müssen garantieren, dass kein Kind und kein Jugendlicher in Hessen unter dem Existenzminimum leben muss. Dieses über familienergänzende Leistungen zu garantieren, und dazu gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr. Das können Sie in unseren Haushaltsanträgen nachlesen. Wir beginnen bei der Geburt eigentlich schon vorher. Die Landesregierung muss für den Ausbau früher Hilfen sorgen. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde sollen Eltern frühzeitig Unterstützung und Beratung angeboten bekommen, wenn sie Kinder bekommen oder wenn sie neu zuziehen. Das geht weiter bei den Kindertagesstätten. Sie müssen beitragsfrei sein, und die Zuwendungen an die Kommunen müssen erhöht werden, ohne dass das Geld wieder beim KFA abgezogen wird. Natürlich geht das bei den Ganztagsschulen und der kostenlosen Schülerbeförderung weiter. Auf der kommunalen Ebene, im Land wie in den Schulen, ist es notwendig, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auszubauen. Und immer noch weigert sich die Landesregierung, die Ombudsstelle für Kinderrechte mitzufinanzieren. Dabei brauchen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich an eine dritte Person bei Problemen und in Krisensituationen zu wenden, und brauchen dafür eine starke Unterstützung. Bringen Sie das endlich auf einen guten Weg. Und ein Umsteuern im Sozialhaus ist auch beim Umgang mit den Flüchtlingen notwendig. Mit den Asylverschärfungen in den vergangenen Monaten wurden drakonische Sanktionsmechanismen eingeführt und Rechtsmittelfristen drastisch verkürzt. Das deutsche Asylrecht mit seinen aufenthaltsrechtlichen Bezügen ist inzwischen selbst für Fachleute schwer durchschaubar. Mit dieser Rechtsmaterie also müssen Geflüchtete zurechtkommen, selbst wenn sie erst seit wenigen Tagen in Deutschland sind. Dabei hat das Asylverfahren für diese Menschen existenzielle Bedeutung. Erhalten sie keinen Schutzstatus, riskieren sie Abschiebung in Kriegsgebiete und Folterstaaten. Und leider sind die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nicht selten fehlerhaft und müssen deshalb auch angefochten werden. Daher denken wir, dass alle Geflüchteten, die nach Hessen kommen, Zugang zu einer gebührenfreien juristischen Beratung haben sollten. Bislang wird diese enorm wichtige Arbeit etwa von Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes, des Deutschen Roten Kreuzes oder von studentischen Initiativen geleistet, ohne dass sich das Land in irgendeiner Form an den Kosten beteiligt. Das, Herr Minister, können wir uns nicht länger leisten. Wir sehen hier das Land in der Pflicht. Es sind Mittel erforderlich für eine unabhängige Asylverfahrensberatung in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen und den ihnen zugeordneten Außenstellen, insbesondere für die Vermittlung von Informationen zum Asylverfahren, für Hilfestellungen bei der Asylantragstellung und Informationen zu Verfahren gemäß der Dublin-III-Verordnung. Das wäre wichtiger, als den Leuten ganz schnell wieder zu sagen, was sie bekommen, wenn sie sofort wieder ausreisen. Wir denken, dass diese Beratungstätigkeit unterstützt werden sollte durch einen Rechtshilfefonds, damit Asylsuchende bei Bedarf auch gerichtliche Hilfen in Anspruch nehmen können. In vielen Kommunen Hessens sind Flüchtlinge gezwungen, jahrelang in überfüllten Gemeinschaftsunterkünften zu leben, die oftmals abseits der Wohngebiete liegen. Bedürfnisse von Einzelpersonen oder Familien nach Wohnraum, Privatsphäre und Gemeinschaftsräumen werden kaum berücksichtigt. In diesen engen Verhältnissen sind Konflikte wegen Lärms sowie Streit um Koch- und Waschgelegenheiten vorprogrammiert, und besonders Kinder leiden darunter. Und wenn es für eine Familie nicht möglich ist, aus einer Unterkunft zu gehen, in der sie mit ihren beiden Kindern in einem Raum leben müssen, und das über Monate, dann ist das symptomatisch für das, was hier in Hessen an vielen Stellen geschieht. Für die Landesregierung ist das Thema Unterbringung aber ein reiner Kostenfaktor, der als Pro-Kopf-Pauschale mit den Gebietskörperschaften ausgehandelt wird. Obwohl die Flüchtlingsunterbringung in die Zuständigkeit des Landes fällt, ist die Verantwortung hierfür an die Kreise und Städte ausgelagert. Eine Bedarfsanalyse, welche Mittel für eine an menschenrechtlichen Standards orientierte Unterbringung erforderlich ist, fehlt komplett. Die Landesregierung muss endlich umdenken. Wenn mit der Massenunterbringung von Flüchtlingen integrationspolitische Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt werden sollen.
Deshalb fordern wir verbindliche Mindeststandards für menschenwürdige Aufnahme und eine an diesen Standards orientierte Vollfinanzierung. Ich verstehe nicht, Herr Minister, warum das so schwierig ist und warum Sie sich so beharrlich weigern, den Kommunen zu sagen, das und das sind die Standards, die zu erfüllen sind, damit nicht der eine Flüchtling, der in die eine Kommune kommt, eine gute Unterbringung hat und der nächste, der in einer anderen finanziell schwächeren Kommune landet, eben eine viel schlechtere Unterbringung hat. Es muss doch möglich sein, in diesem Land eine Einheitlichkeit herzustellen, die nicht nur darüber funktioniert, dass Sie Kollegin sagen, Schott, die angemeldete Redezeit ist. Ich bin auch sofort zu Ende. Es gäbe sicher mehr zu dem Sozialhaushalt zu sagen, aber auch zu den viel zu geringen Investitionsmitteln für die Krankenhäuser oder die mangelhafte Ausstattung der Altenpflegeschulen. Da hat der Kollege vorhin schon eine Menge zugesagt, die sich aber auf eine Berufsneuorientierung vorbereiten müssen. Es gibt noch viel an der Stelle zu tun. Ich sehe nicht, dass Sie das in Angriff nehmen. Man kann von Glück reden, dass das hier wahrscheinlich nicht mehr ewig so weitergeht. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Bocklet, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen, dass Hessen sozialer und gerechter wird. Auf diesem Meilenstein haben wir das hessische Sozialbudget eingerichtet. Wir haben es 2015 noch einmal deutlich aufgestockt, damit Menschen in Not mehr Hilfen bekommen und die Möglichkeit haben zur Teilhabe an der Gesellschaft. Wofür ist das Sozialbudget? Das Sozialbudget umschreibt freiwillige soziale Leistungen des Landes, und er kommt vielen Verbänden, Kommunen, Institutionen zugute und gibt ihnen damit Planungs- und Handlungssicherheit. Das nutzt den Menschen, für die diese Einrichtungen arbeiten, und den Menschen, die dort unterstützt werden. Das Sozialbudget, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in diesem Art und in diesem Umfang bundesweit einmalig. Und ich glaube, das muss man heute auch einmal so festhalten. Noch bei der letzten Haushaltsrede hatte Herr Merz gesagt, na ja, die 30 Millionen, die damals bei der Operation Sichere Zukunft zurückgefahren wurden, seien ja nicht vollumfänglich ersetzt worden. Spätestens diese Rede ist nun einmal hinfällig, weil es war von 50 auf 70 Millionen erhöht. Nunmehr geht es auf 100 und in der letzten Ausbaustufe auf 118 Millionen €. Damit kann man tatsächlich sagen, ist das Sozialbudget in seinen umfangreichen Leistungen vollständig und gut aufgestellt für die zukünftigen Aufgaben. Und, Sie wissen, dass dort über 50 Posten aufgeführt sind von Frauenhäusern, Interventionsstellen, von Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt, über Schuldnerberatungsstellen und vielem anderen mehr. Eine große Liste vieler Zuschussempfänger, die wichtige Arbeit in diesem Lande für die soziale Arbeit leisten. Und wir werden diese Sozialbudget noch einmal um 20 weitere Maßnahmen neue Mittel bereitstellen. Ich will einige Prominente noch einmal hervorheben. Sozialwirtschaft integriert am Ende mit 10,4 Millionen € soll das Pendant werden, was unter Wirtschaft integriert schon im Wirtschaftsministerium äußerst erfolgreich läuft. Entschuldigung, habe es nicht verstanden? Nein, okay, später. Also wird das ergänzen, das, was schon bereits dort im Handwerk läuft, nämlich beim Wirtschaftsministerium, dass die Sozial- und Pflegeberufe auch die Möglichkeit haben, dort Flüchtlinge zu integrieren. Vielfach gefordert von den Freien Verbänden. Wir haben die Idee gerne aufgegriffen und werden sie umsetzen. Wir haben aber auch bei den sozialen Infrastrukturen, weil es gab oft Kritik, Projektitis, ja, jetzt kommt es tatsächlich dazu, dass wir drei weitere Netzwerke installieren werden. Mit 500.000 € und 500.000 Netzwerk Antidiskriminierung, um die Antidiskriminierungsstrategie, die es schon gibt, der Landesregierung noch umzusetzen, noch stärker umzusetzen. Dafür werden in Nord-, Mittel- und Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet neue Stellen geschaffen, um die dabei helfen, ein diskriminierungsfreies Leben für alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen zu ermöglichen. Ähnlich ist das aufzubauende Netzwerk LSBTIQ zu verstehen, mit 500.000 € versehen, die tragfähige landesweite Strukturen der Community sicherstellen. Und auch hier werden Beratungsstellen geschaffen werden und Anlaufstellen. All das haben wir doch alle auch gefordert, auch die Kollegen von der SPD, soweit ich mich erinnern kann, die jetzt hier Stillstand attestieren. Ich ergänze das dritte Netzwerk Gewalt im Namen der Ehre, ein besonderes Anliegen von der Kollegin
Goldbach und mir, die dort viele Gespräche geführt haben zu dem Thema, dass viele Frauen verfolgt werden, im Namen der Ehre bedroht werden von ihren ehemaligen Ehemännern und dass das ein ganz großes Problem ist, dem wir jetzt eine besondere Aufmerksamkeit widmen werden. Sie werden Anlaufstellen finden, dass die, die bedroht worden sind, tatsächlich auch Schutz finden werden. Auffällig war auch, dass es immer wieder straffällige Jugendliche gab, die, wenn sie aus der Justizvollzuganstalt kamen, wieder rückfällig geworden sind. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir mit 300.000 € Vereine unterstützen werden, die den Übergang zurück in den Alltag begleiten werden. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Genauso wichtig ist es, dass wir zu den bereits 1,1 Millionen €, die bereits bereitstanden, noch einmal weitere 1,6 Millionen € zur Verfügung stellen für die Beratungsstellen von Opfern sexueller Gewalt. Weil wir haben hier oft darüber geredet, über die Missbrauchsfälle, und wir haben oft dafür geworben, dass sich das Schweigen zu brechen ist, dass die Betroffenen und oder aber Multiplikatoren, die davon erfahren, dass sie tatsächlich Beratungsstellen und Anlaufstellen finden. Das soll mit diesem Geld gewährleistet werden. Auch die Frauenhäuser, die bereits mit 3,1 Millionen € im Sozialbudget gefördert werden, erhalten noch einmal 940.000 €, um die Vergütung ihrer Angestellten tatsächlich auch tariflich anzupassen. Sie sehen, wir haben noch einmal nachgesteuert, und das Sozialbudget mit 100 Millionen und 118 Millionen im letzten Jahr ist tatsächlich ein Meilenstein für die Sozialpolitik in Hessen. Sie ist bundesweit einmalig. Man kann tatsächlich sagen, eine großartige Errungenschaft, für die viele lange Jahre gefochten wurde. Und sie hilft den Menschen, sie steht für eine gute Sozialpolitik. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht stolz sein, liebe Kolleginnen von CDU und GRÜNEN, dass es uns gelungen ist, das finanzpolitisch auch tatsächlich darzustellen. Die soziale Infrastruktur habe ich angesprochen. Natürlich ist ein ganz großer Beitrag im Sozialetat, das wissen wir alle, die Integrationspolitik und die Politik für Flüchtlinge, die wir hier leisten. Der Aktionsplan wird fortgeschrieben. Die Einrichtung von psychosozialen Zentren sei hier noch einmal erwähnt. Wir haben viele, viele Sprachkurse. Wir haben das WIR-Programm und vieles andere mehr, was im Sozialetat abgedeckt ist. Ich glaube, man kann nicht davon sprechen, dass es einen Stillstand gibt. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass es tatsächlich vielerlei Maßnahmen gibt und Initiativen, die die Situation von Flüchtlingen oder von Migranten nochmals verbessern. Und dritter Schwerpunkt, Herr Kollege Merz, dazu wird an anderem heute Abend oder morgen noch einmal zu sprechen sein. Wir haben bisher in Hessen 460 Millionen € ausgegeben für Kinderbetreuung. Es werden jetzt nochmals 446 Millionen € am Ende dazukommen. Das heißt, das Land Hessen, das etwa 30 Milliarden € Ausgaben hat, stellt mit knapp 1 Milliarde für eine freiwillige Leistung in Anführungszeichen. Ja, wir wissen, dass das kommunale Aufgabe ist. Eine Leistung, die wir gesamtgesellschaftlich für notwendig halten, die wir politisch für richtig halten, aber nahezu 1 Milliarde € zur Verfügung stellt für Kinderbetreuung. Da kann man wirklich nur nicht mehr sagen, Leute, ihr verschlaft irgendwas. Ich finde, dass die Regierungsfraktion dieses Thema in dieser Ausgewogenheit, Qualität, Ausbau und Beitragsreduzierung, gut vorangekommen ist. Und das ist auch das sehr beachtlich. Es gibt nur drei andere Bundesländer, die diesen Weg bisher überhaupt gegangen sind, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. 1,6 Milliarden € für den Aktionsplan für Integration von Flüchtlingen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. 446 Millionen € für die Kinderbetreuung, 118 Millionen € am Ende für das Sozialbudget. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dieser Sozialetat ist ein sehr guter, für mich als Sozialpolitiker kann ich nur sagen, eine tatsächlich großartige Errungenschaft, ein Meilenstein. Hessen kann stolz sein, dass es diesen Haushalt jetzt verabschiedet. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Haushalt ist nicht das spannendste Thema, aber es ist die Stunde der Wahrheit, weil es ist die Stunde der Zahlen. Und Zahlen sind manchmal ja, damit kann man arbeiten, aber im Haushalt stehen sie halt an den richtigen Stellen. Und wenn man das richtig lesen kann, dann, ja, dann zeigen sie schon die Wahrheit auf. Wenn man sich grundsätzlich die Entwicklung des Sozialetats, das ist der Einzelplan 8, in Hessen anschaut, ich erinnere mich, vor 10 Jahren ungefähr
Minister Grüttner, da waren wir noch bei 500 Millionen rund. Dann kam die erste große Offensive, die wir im Sozialetat abgebildet haben. Das war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da ist dieser Etat in die Richtung 800 Millionen € gewachsen. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Da ist der Sozialetat auf über 2 Milliarden € angewachsen. Der Sozialetat, der heute hier vorliegt, der Doppelhaushalt, zeichnet sich durch zwei große Themen ab. Das ist einmal das Thema Veränderung, Aufwendungen für die Flüchtlingskrise. Und das Zweite sind die Aufwendungen im Bereich frühkindliche Betreuung. Was ist zur Flüchtlingskrise zu sagen? Haushaltspolitisch positiv zu bewerten. Die Ausgaben bei der Flüchtlingskrise werden in diesem Haushalt oder in diesem Doppelhaushalt dann im Vergleich von 2017 geplant auf 2019 um 800 Millionen € abnehmen. Also 800 Millionen € sind die geplante Rücknahme einmal bei den Unterkünften und einmal bei den Erstattungen insgesamt, die diesen Etat entlasten. Von 2017, wo wir noch bei 2,16 Milliarden € Aufwendungen im Sozialbereich waren, auf geplante 2019 1,57 Milliarden €. Da sehen Sie schon, das sind aber kein Rückgang um 800 Millionen €, sondern da sind weitere neue Maßnahmen eben dazugekommen. Beim Bereich frühkindliche Betreuung, wie Sie ihn ja jetzt hier mehrfach schon oder wie hier schon mehrfach angesprochen worden ist, ist allerdings das ein oder andere etwas unklar. Das sollte der Minister vielleicht, wenn man sich den Haushalt anschaut, nachher noch einmal aufklären. Aber ein Wort muss noch für den Herrn Kollegen Bocklet übrig sein von den GRÜNEN. Sie haben ja hier Abermillionensummen genannt, die im Sozialbereich zusätzlich verausgabt werden. Wenn man sich jetzt anschaut, die Entwicklung der freiwilligen Transferleistungen. Was sind freiwillige Transferleistungen? Das sind dieser Bereich im Sozialetat, den wir als Land Hessen zusätzlich zu unseren gesetzlichen Aufgaben noch in die soziale Infrastruktur investieren. Das ist ein wichtiger Bereich. Und wenn man sich diesen Bereich anschaut, dann sieht man, im Jahr 2017 hat das Land Hessen 367 Millionen € verausgabt. Und jetzt haben wir den Haushalt vorliegen für das Jahr 2018 und 2019. Und wenn man dann hineinschaut und guckt, was geben wir denn für diese freiwilligen sozialen Leistungen zusätzlich aus im Jahr 2019, also 2016 waren es 367 Millionen € und 2019 sind es 427 Millionen €. Das ist ein Zuwachs von 60 Millionen €. Da kann ich jetzt die pompösen Zahlen von Herrn Bocklet nicht ganz nachvollziehen, außer Sie würden in der Rede noch einmal einbauen, was Sie denn bei den freiwilligen Transferleistungen woanders rausgenommen haben, was Sie jetzt in dem Bereich, den Sie benommen haben, jetzt zusätzlich investieren. Wenn ich jetzt aber noch weiß, dass in diesen freiwilligen Leistungen 129 Millionen € mehr für die Freistellung der Kindergartengebühren drin sind, dann bleibt ja für den Rest deutlich weniger Geld. Sie haben ja für Projekte jetzt mehr Geld in die Hand genommen. Es ist ja in Ordnung, dass Sie das sagen, aber Sie verschweigen halt schon, wo es herkommt. Sie verschweigen natürlich schon, wo es herkommt, aber das wollte ich Ihnen nur einmal mit auf den Weg geben, wenn Sie das nächste Mal Ihre Haushaltsrede halten, darauf einzugehen. Ich möchte aber, was mir viel wichtiger ist, Ich möchte doch einmal darauf eingehen, zu diesen fantastischen Zahlen, die Sie immer zur Kinderbetreuung hier verkünden. In Ihrem eigenen Haushalt ist festgehalten, für die Betreuung der Kinder von 3 bis 6 Jahren geben Sie als Betriebskostenunterstützung 2017 223,35 Millionen € aus. Das sind zwischen 10 und 15 % der Betriebskosten, die real anfallen, 223 Millionen €. Das ist laut Ihrem Haushaltsplan, jetzt muss ich kurz gucken, für rund 3.600 Kitas. Für 3.600 Kitas geben Sie 223 Millionen € aus. Für 2018 haben Sie jetzt geplant, als Betriebskostenzuschuss 239,95 Millionen €. Das sind rund 16 Millionen € mehr. Allerdings
sollen dann auch laut Ihrem Haushaltsplan nicht mehr 3.600 Kitas unterstützt werden, sondern 4.000 Kitas. Also es gibt wohl einen quantitativen Zuwachs. Dann haben Sie für das Jahr 2019 242,03 Millionen € eingeplant. Von 2018 und 2019 wächst der Betriebskostenzuschuss nur noch um 3 Millionen € laut Ihrem Haushaltsplan, dann aber für 4.200 Kitas. Das bedeutet, wenn Ihre Zahlen stimmen, die Sie zur Verfügung gestellt haben, vielleicht kann der Minister das noch einmal aufklären, das bedeutet, dass ich Ihre Qualitätsoffensive in dem Haushalt gar nicht finden kann. Wo ist denn eigentlich, wo sind diese 50 Millionen € mehr? Wo sind die? Wenn ich mir das anschaue, Sie nehmen das Geld ja zum Großteil aus dem KFA. Wenn Sie Geld aus dem Einzelplan 8, über den wir heute reden, in den Einzelplan 17, den KFA, verschieben, dann kann man das genau nachvollziehen. Das kann man genau nachvollziehen in Ihren Zahlen. Das heißt, die Zuführung aus dem Einzelplan, aus dem wir heute sprechen, für das Jahr 2017 haben Sie aus dem Einzelplan Sozialetat 87 Millionen € für die Betriebskosten zusätzlich ausgegeben. Also Landesmittel, die Sie zusätzlich verausgabt haben, 87 Millionen €. Die sind Bestandteil dieser 223 Millionen €. Das ist das, was Sie dazugeben. Für 2018 steigt diese Summe auf 103 Millionen € an. Und 2019, also wo ja der Höhepunkt Ihrer Qualitätsoffensive kommen soll, fällt diese Summe wieder auf 87 Millionen € runter. Und wissen Sie auch, warum? Man kann das in dem Haushalt ziemlich gut nachvollziehen. Ein Teil der Finanzierung des Landes dieser Summe war nämlich bis jetzt der Anteil des Betreuungsgeldes. Wir haben ja zum Ersatz des Betreuungsgeldes vom Bund einen Anteil bekommen. Und jetzt haben Sie vielleicht gedacht, wir finden das nicht im Haushalt, aber wir haben es gefunden. Den lassen Sie nämlich einfach versickern. Im 2018 war dieser Anteil noch 36,35 Millionen €. Also 36 Millionen € haben Sie in den Kita-Bereich Zuschuss für die Bewirtschaftung der Kitas, haben Sie 36 Millionen € zugeschossen. Das war der Anteil Betreuungsgeld. Der fällt aber ersatzlos 2019 weg. Der fällt ersatzlos weg als Zuschuss des Landes. Den ersetzen Sie jetzt durch 36 Millionen € Landesgeld und sagen, das ist Ihre Qualitätsoffensive. Nein, es ist einfach linke Tasche, rechte Tasche, und es wird den Kommunen wieder so verkauft. Darum sollten Sie die Opposition nicht zu sehr auffordern, sich einmal mit Ihren Haushaltszahlen und dem Klein-Klein der Opposition auseinandersetzen, weil wenn wir das tun, dann wird relativ schnell klar, dass Sie tatsächlich versuchen, uns hinter die Fichte zu führen. Und das ist, Herr Kollege Bocklet, Sie haben es womöglich nicht gemerkt, der Minister weiß sicherlich, wovon ich rede, und vielleicht wird er das ja dann noch einmal erklären können. Aber jetzt komme ich noch einmal zu den politischen Auswirkungen, die es mir ja eigentlich geht. Wenn Sie sich diesen Haushalt anschauen, dann wird die Kostenfreistellung der Kitas eine sozialpolitische Maßnahme, die den Familien zugutekommt. Keine einzige Erzieherstunde, keine einzige Fortbildung für einen Erzieher. Es wird keine zusätzliche bauliche Ergänzung, es wird keine pädagogische Lehrmittel, es wird nichts zusätzlich durch dieses Geld erreicht für die Kinder. Es wird nichts zusätzlich erreicht. Und früher einmal haben die Grünen und die Union, immer wenn SPD und Linke vorgeschlagen hat, wir müssen endlich die Kitas freistellen von den Gebühren, haben Sie hier gebetsmühlenartig erklärt. Und der Minister vorneweg, das ist doch Quatsch. Das machen wir nicht. Wenn, dann muss erste Priorität die Qualität sein. Das haben Sie hier erklärt. Sie machen es nicht. Sie versprechen den Leuten Geld, das es gar nicht gibt. Und Sie geben ein Vielfaches aus für die Freistellung der Kindergartengebühren, anstatt es in die Qualität zu investieren. In Ihrem Haushalt nachvollziehbar. Sie haben 2017 noch 61 Millionen € für die Freistellung ausgegeben, und Sie geben im Jahr 2018 für Kollege die Freistellung. Die angemeldete Redezeit ist abgelaufen. Ich muss zum Ende kommen, das tut mir sehr leid. Aber ich kann Ihnen nur sagen, lieber Minister Grüttner, klären Sie einmal auf, wo das zusätzliche Geld für Ihre Qualitätsoffensive herkommt. Wir als Freie Demokraten wollen das Geld
zur Förderung der Kinder in die Kita kommt. Das ist unsere zentrale Forderung. Dafür haben wir unsere Haushaltsanträge gestellt. Unser Ziel ist es, in diesem Haushalt 300 Millionen €, die ordentlich finanziert sind, das kann uns keiner vorwerfen, 300 Millionen € für die Qualitätsverbesserung an die Kitas kommen. Und hören Sie auf, diese Nebelkerzen zu werfen, sondern wenn Sie etwas für die Qualität tun wollen in Hessen, dann geben Sie wirklich Geld dazu in den Haushalt und fangen Sie nicht an, diese Spielchen zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mehrfach bin ich aufgefordert worden, sozusagen zu erklären, den Zahlenwirrwarr, den Kollege Rock gerade eben dargestellt hat. Ich werde mich auf ein paar Grundsätze beziehen, die das verdeutlichen. Und an der Stelle, glaube ich, werden wir dann auch im Klaren darüber sein, woher Geld kommt. Alles andere kann gerne dann mal in einer Ausschusssitzung in Einzelheiten Ihnen dargelegt werden. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen stützen ihre Sozialpolitik im Wesentlichen auf einen Grundsatz. Sie wollen, dass die Menschen in Hessen eine verlässliche Basis haben, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das gilt für alle Themenbereiche. Das gilt für alle Themenbereiche, seien es die Frage von Familie, Gesundheit, sei es die Frage von Kinderbetreuung, von Senioren, sei es der Frage von Beratung in sozialen Lebenslagen unterschiedlicher Art. Letztendlich nehmen wir den Menschen nicht die Verantwortung ab, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten, aber wir geben ihnen die Hilfestellungen, die nötig sind, damit sie das tun können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen will ich in aller Kürze auf drei, vier Schwerpunkte eingehen. Das erste ist die Fragestellung gesundheitliche Versorgung. Das ist ja ein Thema, das eben auch angesprochen worden ist, mindestens vom Kollegen Merz angesprochen worden ist, und dieses dann in Verhältnis gebracht worden ist auch zu der Fragestellung von Hebammen. Es ist schade, weil ich eigentlich dort eine andere Auffassung auch vom Durchdringen von Sachverhalten gehabt hätte. Es geht nicht um die Übernahme von Haftpflichtbeiträgen, die ein Problem darstellen. Weil der überwiegende Teil der Hebammen haben zum Teil ein Anstellungsverhältnis mit Krankenhäusern, sodass sie an dieser Stelle die Haftpflichtbeiträge haben. Und für diejenigen, die freiberuflich tätig sind, hat der Schiedsspruch eine entsprechende Lösung in der Zwischenzeit herbeigeführt. An der Stelle ist dieses vollkommen anders. Das Problem bei der Hebammenversorgung ist die Wochenbettversorgung nach der Entbindung. Und das Problem ist der niedrige Kostenersatz, den die Kostenträger an dieser Stelle bezahlen, von 35,18 € für einen Besuch. Damit sind noch nicht einmal die Fahrtkosten gegolten. Und wenn Sie irgendetwas für Haftpflichtversicherung in den Haushalt reinschreiben müssen, machen Sie ein Placebo, das keinerlei Wirkung hat, meine Damen und Herren. Wir gehen andere Wege. Wir gehen Wege, indem wir sagen, wir brauchen eine flächendeckende Versorgung. Wir brauchen sie sektorenübergreifend, sowohl vom stationären wie im ambulanten Bereich. Wir brauchen Unterstützung in dem nichtärztlichen Bereich, deswegen das Programm der Gemeindeschwestern, das mit aufgelegt worden ist. Und wir investieren sehr stark in die Frage des medizinischen Fortschritts und der Hilfestellungen, auch im Bereich der Telemedizin und E-Health. Weil wir an der Stelle auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in unserem Lande wissen, aus allen Studien heraus wissen, dass in Zukunft Praxisassistentinnen und Assistenten mithilfe von telemedizinischen Anwendungen eine größere Versorgungssicherheit darstellen können. Und wenn wir heute schon die entsprechenden Maßnahmen sehen, seien sie im Rheingau-Taunus-Kreis, sei es das teleneurologische Netzwerk in Nordhessen mit dem koordinierenden Krankenhaus in Kassel und den angeschlossenen anderen Krankenhäusern, der Optimierung der Schlaganfallpatienten, die an dieser Stelle auf den Weg gebracht worden ist. Wenn Sie sehen, was wir mit Ivena gemacht haben, mit Notfallversorgung, wenn Sie wissen, dass wir den Telenotarzt einsetzen werden, dass wir die Notfallversorgungen in vielen Bereichen machen, dass wir mit unseren Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsnetze heute schon den ländlichen Raum stärken und dafür keine guten Ratschläge der Kassenärztlichen Vereinigung mehr brauchen, weil wir das schon alles längst gemacht haben, stärken wir das in diesem Haushalt im Sinne der Daseinsvorsorge für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Lande. Ein Schwerpunkt. Ich weiß, ich muss ab und zu eine Pause machen, damit man klatschen kann, aber das geht auch so. Der zweite Punkt ist, das wird uns ja noch zwei- bis dreimal in diesem Bereich
beschäftigen wir in diesem Plenum, ist die Frage der Kinderbetreuung. Ich will jetzt gar nicht auf den Gesetzentwurf im Einzelnen, was die Frage der Details anbelangt, der SPD eingehen oder der Position der FDP, sondern nur auf die haushaltsmäßigen Punkte. Eines ist klar. In dem Gesetzentwurf werden von Mehrkosten von rund 700 Millionen € gesprochen. Ich habe schon verstanden, dass Sie die runde 1 Milliarde €, die im Haushalt veranschlagt sind für 2018/19, sozusagen vereinnahmt haben und die 700 € on top sind. Das ist in Ordnung. Also, dann sind wir bei 1,7 Milliarden €. Die reichen immer noch nicht. Das werde ich Ihnen noch entsprechend darlegen für das, was Sie insgesamt vorhaben. Nur, was unrealistisch ist, dass Sie sagen, diese 700 Millionen € mehr finanzieren wir mit angeblichen Mehreinnahmen aus einem Länderfinanzausgleich, der überhaupt noch nicht gesichert ist, möglichem Bundesgeld, von dem es überhaupt noch nicht den Hauch einer Chance gibt, dass die im Bundeshaushalt überhaupt da sind. Und das ist der Unterschied zu dem Entwurf, der Ihnen vorliegt. Der ist nämlich solide finanziert. Ihrer ist nicht sehr solide finanziert. Und Einzelheiten in diesem Kontext werde ich Ihnen an dieser Stelle schon noch etwas sagen. Dritter Punkt. Die Fragestellung von Sozialbudget, Sozialberichterstattung und anderes. Die Landesregierung bezieht sich auf die Beschlüsse des Landtages. Der Landtag hat mit Beschluss Drucksache 18635 beschlossen, dass die Landesregierung alle 5 Jahre einen Landessozialbericht vorzulegen hat. Der erste Landessozialbericht ist 2012 vorgelegt worden, plus 5 2017. Was haben wir für ein Jahr? 2017. Was ist vorgelegt worden? Landessozialbericht. Also, was wollen Sie denn? Wir halten uns an die Beschlüsse, die der Landtag getroffen hat, und an nichts anderes. An nichts anderes an dieser Stelle halten wir uns. Und wenn es um die Fragestellung, jetzt muss ich noch einmal springen in den Frage Kindertagesstättenbereich und freiwillige Leistung. Lieber Kollege Rock, alles, was über das Kinderförderungsgesetz ist, ist keine freiwillige Leistung, sondern ist eine gesetzliche Leistung. Insofern werden Sie Beitragsfreistellung und vieles andere gar nicht in dem Bereich der freiwilligen Leistung sehen. Sie werden es im Bereich der gesetzlichen Leistung sehen. Und an der Stelle werden Sie auch die Fragestellungen sehen, was wir an Qualitäten verändert haben. Wir werden die Qualitätspauschale von momentan 100 €, die wir bezahlen, bis zum Ende des Jahres 2020 verdreifachen auf 300 €. Und der Evaluationsbericht hat gezeigt, mit dieser Qualitätspauschale nehmen die Kindertagesstätten ihre Möglichkeiten in Kauf, pädagogische Fortbildungen zu machen, neue Leitungskräfte zu entlasten, Vertretungsstunden einzukaufen, pädagogisches Material und anderes zu machen. Und diese Erhöhung kostet 50 Millionen €. Und diese 50 Millionen € sind im Haushaltsplan abgedeckt. Das heißt, Qualitätsverbesserung von 50 Millionen € zusätzlich der Fragestellung der Beitragsentlastung und der Beitragsfreistellung für bis zu 6 Stunden in diesem Bereich. Nächster Punkt. Wir haben nicht an einer Stelle innerhalb des Sozialbudgets die Arbeitsmarktprogramme gekürzt. Nein, wir haben neu aufgelegt. Wir haben neu aufgelegt. 10 Millionen € für den Bereich Sozialwirtschaft integriert im Bereich des Sozialbudgets als eigener Titel, neben den Arbeitsmarktprogrammen, als eigenes Programm, nicht in der Fragestellung der Verschiebung, sondern zusätzlich an dieser Stelle. Und mit der Fragestellung Sozialwirtschaft integriert ist beispielsweise nicht verbunden, was gemeinsam mit dem Kultusministerium und der BA wir momentan auf den Weg bringen, nämlich Pflege integriert. Wir nehmen nämlich jetzt momentan die InteA-Klassen in Augenschein und gehen intensiv dort rein, um junge Migrantinnen und Migranten für den Beruf des Altenpflegers oder der Altenpflegerin zu interessieren, ihnen Ausbildungsstellen anzubieten, sie den Weg in die Schulen hineinzumachen. Und dann ist wieder so ein Punkt. 3,5 Millionen €, wenn ich das so richtig verstanden habe, Anträge gibt es ja noch nicht, 4 Millionen € für die Frage Schulgelderhöhung und Ausbildungsplatzsteigerung. Auch das ist ein Quatsch, weil damit wird ja kein einziger Altenpfleger mehr bestellt. Wir haben seit Jahren die Deckelung der Zahlen für die Schulplätze aufgehoben. Wer einen Ausbildungsplatz hat, wird auch beschult. Und es besteht in Hessen Schulgeldfreiheit für alle Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Und es nutzt nichts,
Wir werden die Zahlen anpassen an den Bedarf, den wir in den letzten Jahren gehabt haben, unabhängig davon, dass wir mit dem ZIP, dem Zentrum für Anwerbung internationaler Pflegekräfte, gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft und dem Bundesverband private Anbieter von sozialen Leistungen auf den Weg bringen, wie wir mit Pflege integriert einen Bereich machen, wie wir möglicherweise mit Sozialwirtschaft integriert neue Zielgruppen gewinnen. Jeder, der einen Schulplatz haben muss, wird ihn in Hessen bekommen. Jeder Schulplatz ist finanziert. Für jeden ist Schulgeldfreiheit garantiert. Das hat nichts mit der Ausbildungsvergütung zu tun, weil jede Altenpflegerin, jeder Altenpfleger bekommt noch zusätzlich eine Ausbildungsvergütung, die in der Größenordnung so von 1.100 bis 1.300 € durchschnittlich im Monat liegt während der Ausbildungszeit. Diese 4 Millionen € sind einfach in den Haushalt geschrieben, ohne Wirkung. Auch das ist unsolide an dieser Stelle. Und genauso werden wir mit anderen Bereichen des Sozialbudgets letztendlich eine Reihe von Verstärkungen vornehmen, auf die Kollege Bartelt und Bocklet bereits entsprechend mit eingegangen sind. Dieser Etat, der momentan vorliegt, bei dem es Anträge gibt, die, wenn sie verabschiedet werden, noch eine entsprechende Möglichkeit dann auch eröffnen, gezielt in den unterschiedlichsten Bereichen noch weitere Verstärkungen vorzunehmen, wird ein Etat sein, der eines schafft, den sozialen Aufgaben in Hessen gerecht zu werden, gleichzeitig den Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und damit letztendlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen zum Einzelplan 8. Kolleginnen und Kollege Rock. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Minister Grüttner, da muss ich Sie leider korrigieren bei dem, was Sie gesagt haben. Die Qualität, das, was Sie angekündigt haben, wird sehr wohl bei den freiwilligen Transferleistungen verbucht. Auf Seite 306 unter Großbuchstaben L finden Sie, zur Förderung der Qualität der Kindertagesstätten ist vorgesehen in 2018 12 Millionen €. Das sind die Zahlen, die Sie ununterbrochen hier klargestellt haben, und für 2019 37 Millionen €. Ich würde Sie bitten, das im nächsten Ausschuss noch einmal schriftlich darzulegen, wenn Sie noch der Meinung sind, weil bei den verpflichtenden Transferleistungen gibt es das nicht, was Sie gesagt haben. Ich bin mir sicher, dass ich hier recht habe und dass Sie hier an dieser Stelle leider mal ausnahmsweise nicht recht hatten. Vielen Dank. So, aber jetzt haben wir keine Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Einzelplan 8 beendet. Kolleginnen und Kollegen, noch eingegangen und an ihren Plätzen verteilt, ist zu Tagesordnungspunkt 42, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein Gesetz über den Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungsmaßnahmen, Drucksache 19/5511 neu zu Drucksache 19/5440. Zu 5275, der Änderungsantrag der Fraktion der SPD, und er hat die Drucksachennummer 5774 aus 19.